In 6 Tagen ist es soweit. Ambiente, Atmosphäre und Geselligkeit. Das ist Fischers Küche in Waren an der Müritz. Die kulinarische Vollendung regionaler Erzeugnisse. Herzlich willkommen zu Nordkorea TV. Ermittler haben im Grenzgebiet zu Polen einen männlichen, etwa 12 Wochen alten Fötus gefunden. Bereits vor 3 Wochen hat die Polizei das Ungeborene entdeckt. Per DNA-Abgleich mit deutschen und polnischen Karteien soll die Identität der Mutter geklärt werden. Ungewöhnlich früh hat in MV die Spargelsaison begonnen. In der Wöbeliner Denissen Agrarfirma werden die ersten Stangen des königlichen Gemüses seit Wochenbeginn geerntet. Zum Einsatz kommen Erntehelfer aus Polen und Rumänien. Das Kilo Spargel kostet derzeit noch bis zu 13,90 €. Durch die vereinte Suche nach Hundedame Lilly waren sich 5 Freundinnen einig. Wir gründen einen Verein. Ihre Mission soll aber nicht nur das Wiederfinden von entlaufenen Vierbeinern sein, sondern vielmehr der Tierschutz an sich. Derzeit laufen noch die Formalitäten, bis der Verein seine Arbeit aufnehmen kann. Maler Manfred G. Fädler hängte heute seine Bilder zur biblischen Geschichte in der Kirche Beutzenburg auf. Ostersonntag wird die Ausstellung eröffnet. Sie war schon in 30 Kirchen zu sehen. Glück im Unglück hatte eine Autofahrerin in Vorpommern. Hier der Schnappschuss des Tages. Eine Autofahrerin verunfallte zwischen Pelsin und Lüskow. Die Frau wurde dabei leicht verletzt. Sie hatte jedoch noch Glück im Unglück. Wäre das Auto kopfüber in den Wassergraben gekippt, hätte der Unfall deutlich schlimmer ausgehen können. Jetzt die leider regnerischen Wetteraussichten. Schöne Aussichten. Erleben Sie die Faszination Kenias. Wilde Tiere hautnah, traumhafte Lodges und baden im Indischen Ozean mit Nordkorea-Reisen. Momentan liegen die Höchstwerte bei 17 Grad mit vereinzelt lockeren Wolken. Nachts gehen die Werte auf 8 bis 4 Grad zurück. Morgen ist der Himmel grau und es herrscht Regenwetter bei Temperaturen bis zu 10 Grad. Das war's von uns. Machen Sie's gut. In 6 Tagen ist es soweit. Ambiente, Atmosphäre und Geselligkeit. Das ist Fischers Küche in Waren an der Müritz. Die kulinarische Vollendung regionaler Erzeugnisse.